dieser lebendigen Debatte für die CDU-CSU, Antje Thielmann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, wir haben in dieser Woche viel erlebt. Die FDP hat uns Gedichte vorgetragen. Die Linken finden Investitionen nur dann interessant, wenn sie im bundesstaatlichen Haushalt stattfinden. Und die AfD findet alles Mist und sagt mit dem Satz, CO2 sei eine gute Gabe Gottes, nur dass sie weder das Klima noch den christlichen Glauben verstanden hat. Denn die Bewahrung der Schöpfung gehört zu meinem christlichen Glauben auf jeden Fall mit dazu. Richtig ist, dass dieser Haushaltsentwurf, ich betone, wir fangen ja gerade erst mit der Debatte an, ein guter Dreiklang aus Bürgerentlastung, Investitionen und Haushaltskonsolidierung ist. In diesem Haushalt entfaltet nämlich erstmalig das Familienentlastungsgesetz seine volle Wirkung. Durch Kindergeld, Kinderfreibetrag, Kinderzuschlag entlasten wir Familien 2020 um 2,2 Milliarden Euro. Im selben Gesetz entlasten wir um weitere 2 Milliarden Euro alle Bürgerinnen und Bürger von der kalten Progression. Das, was jahrzehntelang ein Thema war, gibt es seit 6 Jahren nicht mehr. Die kalte Progression, die schleichende Steuererhöhung werden wir alle 2 Jahre auch in diesem Haushalt wieder neutralisieren. 2 Milliarden Euro, die wir den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Und mit dem Solidaritätszuschlagsgesetz entlasten wir die Bürger um weitere 10 Milliarden Euro. 10 Milliarden Euro, die Bürgerinnen und Bürger mehr zur Verfügung haben, in der Summe bis 2021 20 Milliarden Euro, mit denen Bürgerinnen und Bürger investieren können, mit denen sie Vermögen anschaffen oder sonstige Bedürfnisse erfüllen können. Das ist eine Zeit, wo die Wirtschaft langsam nicht mehr so wächst, wie wir es uns wünschen, ein gut angelegtes Geld, weil auch sie investieren und auch sie konsumieren und damit die Wirtschaft ankurbeln. Und wir entlasten Bürgerinnen und Bürger um den Hauptkostenfaktor. In vielen Haushalten ist ja gar nicht mehr die Steuer das Problem, sondern das Wohnen ist teuer geworden. Und in dem Bereich setzen wir auch in diesem Haushalt einen Schwerpunkt. Der soziale Wohnungsbau wird unterstützt mit 2 Milliarden Euro. Durch das Baukindergeld entlasten wir Familien mit 860 Millionen Euro, übrigens auch Investitionen, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den Linken. Und über den Mietwohnungsneubau, steuerliche Sonderabschreibungen, werden wir Investitionen von über 2 Milliarden Euro akquirieren. Der Bundesrat hat sich lange gewehrt, dem Gesetz zuzustimmen. Im Juni ist das Gesetz endlich in Kraft getreten. Das heißt, auch Mietwohnungsneubau kann steuerlich begünstigt jetzt gebaut und saniert werden. Das ist ein guter Schritt für Mieterinnen und Mieter, und ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Und zum selben Thema gehört das Thema Grundsteuer, die größte Reform in dieser Legislaturperiode für Mieterinnen und Kommunen. Und ich verspreche Ihnen, dass wir alles, was in unserer Hand liegt, versuchen werden, hoffentlich auch schaffen werden, damit Mieten dadurch nicht steigen. Und liebe Kollegin Lötsch, ich garantiere Ihnen auch, dass wir nicht zulassen werden, dass Mieterinnen und Mieter demnächst eine Vermögensteuer auf Gebäude zahlen müssen. Denn es ist doch völlig klar, dass derjenige, der die Vermögensteuer auf ein Mietwohngrundstück zahlen muss, die sofort auf die Mieten umlegt. Sie wollen die Mieterinnen und Mieter weiter belasten, entgegen dem, was Sie immer erzählen. Das werden wir nicht zulassen. Wir wollen, dass Mieten nicht weiter verteuert wird. Und deshalb ist das mit uns nicht zu machen. Und liebe Kollegin Hessel, ich bin ja sehr gespannt darauf, wann wir das erste Abweichungsrecht in einem Bundesland in Anspruch nehmen. Die Bayern werden hoffentlich das Grundsteuergesetz einfacher machen, als es im Bundesgesetz vorgesehen ist. Sie sind mitregierend in Ländern. Ich hoffe, dass wir das demnächst ausprobieren können, um auch da Verwaltungskosten zu sparen. Das wäre in unserem Sinne. Wir haben mehr Föderalismus. Wir haben den Ländern diese Kompetenz gegeben, und das ist auch gut so. Wir haben Familien weiter entlastet in den vergangenen Jahren durch Neubau von Kindergärten, für Sanierung von Schulen, und mit dem Gute-Kita-Gesetz investieren wir 5,5 Milliarden Euro nach unserem Wunsch in Qualität der Kindergärten, durch einen anderen Fachkräfte-Kind-Schlüssel, durch mehr Qualität. In einigen Ländern werden auch die Elternbeiträge gesenkt. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich hoffe, dass die Qualität dabei nicht auf der Strecke bleibt. 5,5 Milliarden Euro, die auch Familien zugutekommen, weil dann Eltern in Ruhe arbeiten gehen können, weil sie wissen, ihre Kinder sind gut betreut. Dasselbe beim Thema Schule. Mit dem Digitalpakt stellen wir sicher, dass Schule im heutigen Zeitalter auch ankommt, dass Digitalität in der Schule zum Grundthema wird, damit junge Menschen in ihrer Bildung, aber auch in ihrer Akzeptanz von digitalen Medien im Berufsleben gut anfangen. Daneben BAföG, Verbesserung des Bildungspakets, Wohngeld, unzählige Einzelgesetze haben den Bürgerinnen und Bürgern einen Teil der Steuern, die sie vorher entrichtet haben, wieder zurückgegeben.
bleibt das Thema Investitionen. In dieser Debatte ein sehr intensiv diskutiertes Thema. Gerade Linken haben immer wieder beanstandet, dass die Investitionsmittel im Bundeshaushalt nicht ausreichen. Mit 40 Milliarden Euro sind sie so hoch wie nie. Und wenn Sie die über 10 Milliarden dazurechnen, die wir privat auch akquirieren, dadurch, dass Bürgerinnen und Bürger investieren, ist das eine Investitionsquote, die auf Rekordniveau ist. Der Etat des Bundesforschungsministeriums mit 18 Milliarden Euro investiert natürlich auch in die Zukunft über Bildung und Forschung. Allein das Programm für Unternehmen ZIM und Innocom mit 870 Millionen Euro führt dazu, dass auch in Zukunft Investitionen in Bildung und Forschung möglich sind. Und wir werden im nächsten Monat die steuerliche Forschungsförderung weiter beraten, die auf den Weg gebracht worden ist. Wir möchten, dass mittelständische Unternehmen es sich leisten können, zu forschen, damit sie auch morgen wettbewerbsfähig sind. Und ich sage an dieser Stelle schon mal zu, dass wir auf jeden Fall die Auftragsforschung mit in diesem Gesetz verankert haben möchten. Wir wollen nicht nur, dass große Konzerne davon profitieren, das ist gut, aber wir wollen auch, dass der Mittelstand über Auftragsforschung sich Investitionen einkaufen kann und Innovationen. Und deshalb ist hier noch Diskussionsbedarf. Dritter Punkt, Haushaltskonsolidierung. Ja, bei allem Gerede über Krise. Dieser Bundeshaushalt ist so aufgestellt, dass wir gut reagieren können, wenn tatsächlich der wirtschaftliche Aufschwung sich manifestiert. Ich sage gerne, da wird der Koalitionspartner Verständnis haben, dass wir es für erforderlich halten, um diesen Abschwung möglichst abzuflachen, eine Unternehmenssteuerreform auf den Weg zu bringen. Wir brauchen die gar nicht hinsichtlich einer großen finanziellen Entlastung, sondern weil wir strukturelle Probleme in den Unternehmen haben. Ich nenne die Stichworte Thesaurierungsbegünstigung, rechtsformneutrale Besteuerung, aber auch Hinzurechnungsbesteuerung beim Außensteuerrecht. Das alles kann man tun, ohne große Mittel in die Hand zu nehmen. Das ist auch erforderlich. Und zur Frage, wie wir das finanzieren, es haben mehrere Vorredner ja schon gesagt, der Länderfinanzausgleich gibt den Ländern 2020 20 Milliarden Euro mehr finanzielle Mittel, zusätzlich zu höheren Umsatzsteuereinnahmen. Das ist, glaube ich, hinreichend, damit die Länder künftig ihren Aufgaben wieder selbst nachkommen und wir uns auf die Bundesaufgaben konzentrieren können. Das ist wirtschaftliche Konsolidierung und das ist Klimaschutz. Das Geld kriegen wir zusammen, das steht zur Verfügung, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben. Machen wir uns ran an die Aufgaben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Antje Tillmann.